Hallo ihr Lieben, na, alles gut bei euch? Ja, das ist jetzt mein zweiter Versuch. Die Kamera ist eben, hat einen Abbruch gemacht, ne? Ja, jetzt probieren wir es nochmal neu. Und zwar, erstmal frohes neues Jahr, ne? Vor allen Dingen ein gesundes neues Jahr. Ja. So, in diesem Video möchte ich ein Strickvideo machen. Und zwar ein Lernvideo. Weil nicht jeder weiß diese Begriffe, also Stickbegriffe in diesen Strickanleitungen. Es gibt ja diese Hefte, die Strickheftscher und so, und da stehen die immer drin. Und zwar möchte ich heute zwei Maschen rechts zusammenstricken. Ja? Genau. Und das zeige ich euch jetzt. Ich habe hier meine Decke mal genommen, an der ich am Stricken bin. Weil hier ist die Wolle relativ dick, ne? Da kann man das doch besser sehen. Ja. So. Ich hatte ja eben schon mal angefangen, aber da ist mir die Kamera weggeflutscht. Die hat einen Abgang gemacht. Also machen wir jetzt das nochmal neu. Also, erstmal zwei Maschen stricken. So. Dann zwei Maschen rechts zusammenstricken. Dann geht ihr von hier hinten nach vorne. Ja? Ich hoffe, ihr seht das so. So. Nach vorne, holt euch den Faden und zieht den da durch. Und dann abheben. So habt ihr jetzt zwei Maschen zusammengestrickt. So, jetzt mache ich das nochmal. Zwei Maschen normal stricken. So. Und dann wieder eins, zwei Maschen und dann wieder von hinten nach vorne. Ja? Von hinten nach vorne die Nadel durch und dann Faden holen und durchziehen. Genau. Ich hoffe, das war verständlich. Könnt ihr mir hier mal in die Kommentare schreiben diesbezüglich. Ja. Und das war's auch schon. Ja, ich werde dann noch ein paar andere Videos dazu machen. Es gibt ja noch andere Begriffe, ne? Wie jetzt drei Maschen zusammenstricken oder links zusammenstricken. Es gibt ja viele Variationen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Über Kommentare freue ich mich natürlich immer. Ja, und über ein Abo natürlich auch. Bis zum nächsten Video.